Mit einer hohen Verdichtungsleistung und überaus wendig zeigt sich die Grabenwalze aus dem Bayer Mietpark. Die GW15 ist eine ferngesteuerte Grabenwalze und eignet sich besonders zum Verdichten von windigen Böden wie Ton, Sand oder Lehm. Die genoppten Bandagen sind speziell für solche Untergründe ausgelegt. Sie saugen sich nicht am Boden fest, sondern kneten Wasser und Luftanschlüsse heraus. Mit einem Betriebsgewicht von 1490 Kilogramm und einer Arbeitsbreite von 820 mm erbringt die Grabenwalze eine Verdichtungstiefe von bis zu 700 mm. Der Wenderadius dieser Walze beträgt gerade einmal 1,60 Meter. Mit Vibration hat diese Verdichtungsmaschine eine Steigfähigkeit von 50%. Eine Verladeöse ermöglicht den sicheren Transport der Walze an ihren Einsatzort. Die Grabenwalze wird über eine Infrarot-Fernbedienung gesteuert. Sollte die Akkuleistung der Infrarot-Fernbedienung den Langzeitanforderungen eines Projektes nicht standhalten, dann nutzen Sie einfach und übergangslos die kabelgebundene Option. Für das Arbeiten wird zunächst die Grabenwalze über ein Kabel an die Fernbedienung angeschlossen und der Zündschlüssel zum Starten nach rechts gedreht. Dann den Kippschalter von 0 auf 1 stellen und durch Drücken des Startknopfes wird der Motor gestartet. Durch Betätigung des Gaszuges wird die Motordrehzahl erhöht und über den Joystick lässt sich die Grabenwalze steuern. Einfach den Joystick in die gewünschte Richtung schieben. Vor, zurück, rechts, links. Durch das Knickgelenk lässt sich die Walze selbst auf kleinstem Raum perfekt manövrieren und das ohne Aufreißen des bereits verdichteten Untergrundes. Über zwei Schalter kann der Bediener zwischen hoher und niedriger Vibration auswählen. In Verbindung mit zwei Fahrgeschwindigkeiten, minimal und maximal, ergeben sich unterschiedliche Verdichtungsleistungen. Zum Abschalten der Walze wird zunächst der Kippschalter in Nullstellung gebracht, der Zündschlüssel durch Linksdrehung auf Ausgestellt, das Kabel von der Fernbedienung abgeschraubt und in der Halterung an der Walze befestigt, damit sich im Anschluss die Hochleistungsakkus wieder aufladen können. Durch die Fernbedienung ergibt sich nicht nur der eindeutige Vorteil sicheren Arbeitens durch den optimalen Abstand zwischen Walze und Bediener, sondern auch eine Verwendung ohne Hand-Arm-Vibrationen. Die Fernsteuerung gewährleistet bei allen Verdichtungsarbeiten den optimalen Überblick und damit stets die komplette Kontrolle über Maschine und Einsatzbereich. Darüber hinaus bleibt die Walze automatisch stehen, sobald der Bediener den Sicherheitsabstand von 2 Metern unterschreitet. Die Grabenwalze ist die optimale Maschine für Einsätze im Grabenbau, bei Hinterfüllungsarbeiten und bei der Wiederverfüllung von Leitungsgräben.